Schwerter in Minecraft. Eine Welt ohne sie denke ich kaum vorstellbar, denn sie dienen zum Töten von Kreaturen oder sogar Spielern im Multiplayer-Modus. Dank des neuen Netherrites, was ja Teil des 1.16 Nether-Updates sein wird, wird es oder sind es mittlerweile schon 6 Schwerter, die craftbar sind. 6 an sich verschiedene Schwerter, allerdings im Nutzen sind sie im Endeffekt alle gleich. Man craftet sie halt aus bestimmten Ressourcen, benutzt sie zum Töten wie gesagt und kann sie höchstens noch verzaubern. Also was ist, wenn es noch mehr speziellere Schwerter geben würde? Ich meine, ein Kampf-Update ist, wie wir wissen, ja bereits bestätigt. Also warum dann auch nicht noch mehr neue Schwerter? Deswegen schauen wir uns heute mal 9 neue Schwerter mit Hilfe eines Data-Packs an, die schon echt cool wären. Und ach so, ja, der liebe Jeff ist auch wieder dabei. Ich hatte das Gefühl, ihm tut das mal ganz gut, wieder unter die Leute zu kommen. Darf man sowas aktuell überhaupt sagen? Naja, gegrüßt wird heute auf jeden Fall noch der liebe Kalle von Otte. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, für die netten Worte. Und falls du im Lostopf des nächsten Videos gelangen willst, einfach nur deine Like-Zahl in einem Hashtag kommentieren. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, lieber Jeff. Oh, wow, okay. Jeff, ist das etwa ein Feuerwerksschwert? Scheint auf jeden Fall so. Craftbar mit Hilfe eines Sticks und 2 üblichen Feuerwerksraketen. Im Kampf verursacht es dann beim Schlagen eine zufällige Feuerwerksexplosion. Also verschiedene Farben, verschiedene Muster, wie auch immer. Logischerweise muss der Träger hier allerdings ebenfalls Schaden in Kauf aufnehmen. Aber dennoch, irgendwas Lustiges hat es auf jeden Fall. Als zweites, das Chorus-Schwert. Interessant. Das Crafting-Rezept sowie die Fähigkeit könnt ihr euch sicher schon selber denken. Es kann hier und da schon mal Mobs beim Schlag an eine zufällige Stelle teleportieren. Dies kann manchmal vorteilhaft, aber auch manchmal eher weniger vorteilhaft sein. Trotzdem eine nice Idee, oder? Das XP-Schwert. Einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Zugegeben, das Crafting-Rezept ist enorm teuer. Man braucht erstmal 4 XP-Dias, die man mit Hilfe von einem Dia und 4 XP-Flaschen craftet. Insgesamt 8 Stück davon und ein normales Dia-Schwert. Aber der Nutzen, der ist es schon wert. Beim Schlag wird nämlich die XP aus den jeweiligen Mobs gezogen. Dies bedeutet, dass man auch passive Mobs theoretisch einmal schlagen kann, um lediglich nur die Erfahrungspunkte einzusammeln. Falls du jetzt kein Fan davon bist, irgendwelche passiven Mobs zu töten, ist das eigentlich schon ganz cool. Das hier ist Jeffs persönlicher Favorit, das Glowstone-Schwert. Gecraftet, wie man vermutet natürlich, mit einem Stick und zweimal Glowstone. Das Schwert hat, wie im Kampf zu sehen, 2 Effekte. Zum einen werden Mobs für einen kurzen Moment betäubt und zum anderen leuchten sie wie beim guten alten Spektralfall auf, sodass man sie durch Blöcke sehen kann. Eure Meinung zu diesem Schwert? Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt. WTF, aber nein, mal im Ernst. Das hier ist ein sogenanntes Kolbenschwert. Gecraftet mit Hilfe eines Sticks, eines klebrigen und eines normalen Kolbens. Der Effekt liegt eigentlich auch auf der Hand. Der Rückstoß hier ist einfach abnormal. Also Mobs werden praktisch zurückgeschossen, was in vielen Situationen auf jeden Fall sehr hilfreich sein kann. Und Spaß macht es zugegeben nebenbei auch noch. Oh, was ist los, Jeff? Warum zitterst du so? Ach, ich sehe es gerade, das verfluchte Schwert. Oh je, Junge. Craftbar mit einem Stick und 2x Seelensand. Es teilt enorm hohen Schaden aus, hat aber bei jedem Schlag eine 50-zu-50 Chance, den Spieler oder die Kreatur gegenüber zu treffen. Jeder Schlag könnte dir quasi also selber sehr, sehr viel Schaden hinzufügen. Oh Junge, das ist ja gerade nochmal gut gegangen, Jeff. Jetzt wirst du aber mutig, oder? Ohne Rüstung? Wie ich sehe, würde ich hier anscheinend dein Totemschwert retten. 2 Tote mit einem Stick bilden nämlich dieses Schwert und haben den gleichen Effekt wie ein normales Totem. Falls es also mal hart auf hart kommt, wirst du zwar wiederbelebt, aber dein Schwert wird dadurch aufgebraucht. Ob dies dann wirklich so nützlich wäre, ich zweifle dran. Aber dennoch irgendwie trotzdem lustig. Okay, ist das ein neues Holzschwert? Was sagst du? Ein Magma-Schwert? Ah, interessant. Craftbar anscheinend mit 2 Magma-Blöcken. Der Effekt eigentlich auch, würde ich sagen, selbsterklärend. Kann Gegner in Flammen setzen. Allerdings nicht bei jedem Schlag, sondern eher zufällig. Aber die Branddauer ist doppelt so hoch wie bei der Verzauberung selber. Gefällt mir. Ernsthaft, Jeff? Ein Glasschwert? Wirklich? Geht das nicht sofort kaputt beim ersten Schlag? Ah, verstehe, okay. Das hier ist also sogar der Vorteil. Denn je kaputter dieses Schwert hier ist, desto mehr Glasscherben bleiben bei den Gegnern hängen, was starke Blutungen verursacht. Interessant auf jeden Fall. Auch wenn es an sich natürlich ein sehr, sehr schwaches Schwert ist, finde ich den Effekt wirklich sehr cool. Ja, ja, Jeff, da muss ich dir recht geben. Also schon ein paar echt coole Schwerter dabei, die du da mitgebracht hast. Mal schauen, ob wir da in Zukunft vielleicht ein paar neue bekommen werden. Aber natürlich erstmal abwarten. Schreibt aber jetzt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, welches würde für euch am meisten Sinn machen und welches weniger. Und sollte euch das Video gefallen haben, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis später zur neuen Nether Snapshot-Vorstellung. Die wird ja heute auch noch erscheinen. Bis dahin, auf Wiedersehen.